Der Julius, der räumt einfach eiskalt schon komplett das Besteck ohne Hilfe. Ich muss gar nichts mehr sagen. Er räumt es einfach komplett ohne Hilfe, ohne Fehler ein. Zack, easy. Julius, super. Okay, ich habe euch ja gestern gezeigt, was für ein riesen heftiger Bohrer hier am Start war. Ja, einige haben richtig geraten. Es handelt sich um ein Klimagerät, was sowohl warm als auch kalt machen kann. Also jetzt in der Übergangszeit können wir damit Pellets einsparen, weil wir halt Strom von der Photovoltaik auf dem Dach haben. Und also in der Winterzeit und in der Sommerzeit können wir mit dem Strom vom Dach, was wir sowieso viel zu viel haben, auch gut und gerne mal ein bisschen runterkühlen, weil gerade bei uns im Schlafzimmer, wo lange die Sonne drauf ballert, da ist echt warm im Sommer und für Julius halt echt doof. Aber ja, ist richtig schick und man hört nix. Wenn nämlich im Hintergrund habt ihr es vielleicht gesehen, ein Pulsoximeter, was halt sowohl Puls als auch Sauerstoff messen kann, was ich erworben habe, was günstig war, weil es halt so ein Restposten war, der da war. Und weil sonst kosten die wie 2000 Euro. Und ich finde aber von dieser Marke die Klebedinger nicht. Und irgendwie, ich habe jetzt zwei unterschiedlich schon bestellt mit unterschiedlichen Steckern. Vielleicht könnt ihr mir hier helfen. Entweder habe ich die falschen Stecker für das Gerät, oder aber wo kann ich die für dieses Gerät bestellen? Weil ich habe das ganze Internet schon seit Wochen durchsucht. Ich finde einfach nichts. Vielleicht seid ihr da mehr im Gesundheitswesen versiert und kennt vielleicht sogar das Gerät oder könnt mir bei den Anschlüssen zumindest helfen, welche Dinger ich hier an die Seite rankriege.